Willkommen zurück, liebe WoW-Freunde. Wir werden uns jetzt auf nach... Naja, gut, anders. Wir werden jetzt zum dunklen Portal gehen. Ich glaube, in die verwüsteten Lande. Ne? Ich verwechsel das irgendwie immer. Oder die brennende Steppe. Ich habe keine Ahnung. Ich verwechsel das immer. Nein, verwüstete Lande war richtig. Okay, aber bis dahin werde ich jetzt nicht gehen. Ich werde jetzt mal schnell dahin reiten. Werde noch die Quest mitnehmen. Diese unsagbar schwierige Quest. Bla bla bla. Und durch das dunkle Portal. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich die Quest erklären muss. So, Moment. Als kleiner Abschluss der Welt. Ja, manche haben es eilig. Hier das dunkle Portal. Goodbye, Azeroth, fürs Erste. Es wird eine Weile dauern, bis wir uns wiedersehen. Zumindest dauerhaft wiedersehen. Ja. Und willkommen, oder beziehungsweise hallo, Scherbenwelt. Ich habe damals gedacht, ey, das Portal hätte ich ja irgendwie größer erwartet. Denn in der Vorschau damals hat man das gesehen, also beim Einloggen. Und habe gedacht, meine Fresse, wieso ist das Ding eigentlich so winzig? Und wenn ich, und hier bin ich rausgekommen und habe nur gedacht, what the fuck? Ich so, ja, das ist doch mal eher so die Größe, die ich so in Erinnerung bzw. so in der Vorstellung gehabt habe. Ich meine, das ist doch mal schon ein bisschen was anderes als wie, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Und wir haben hier auch gleich Orks und Trolle. Ich liebe Trolle und Orks. Ich liebe die Horde. Und ja, auch alle anderen Völker, die hier vertreten sind. Sehr, sehr cool. Himmel, sehr, sehr geil. Wobei ich da echt damals gedacht habe, ich so, wow. Verdammt viele Monde. Hier nochmal in der Großaufnahme. Beziehungsweise überhaupt alles drauf. Eben konnte ich ja gar nicht alles zeigen. Das Ding ist von der Seite abartig riesig. Sehr, sehr geil. Westfallhuhn. Nope, hab ich noch nicht. Wird mal Eisenbahn, ha? Habe ich jetzt aber gerade nicht Zeit und Lust. Mache ich aber später. So, ja, wir hatten die Quest durch das dunkle Portal. Sehr, sehr schwer. Vielleicht hatten die gedacht, ich komme hier nur in Einzelstücken hin und zurück, wie auch immer. La 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 la. Die haben mich vorgeschickt, falls irgendwas passiert. Sehr, sehr freundlich. Ich habe immer noch dieses Gammelschild an, fällt mir gerade auf. Meine Fresse. Ankunft in der Scherbenwelt. Fliegt so und so weiter und so fort. So, hier hatten wir das jetzt. Und das Schöne ist, hier können wir sofort zu dieser Zuflucht fliegen. Ich werde jetzt einfach mal, weil es ja eh Weg ist, ich meine eher, die meisten meiner Zuschauer werden das, denke ich mal, kennen. Also, ne? Scherbenwelt, dunkles Portal. Hier nochmal komplett. Sieht sehr, sehr geil aus. Wie gesagt, schon eher die Größe, die ich mir vorgestellt habe. Und ich rolle schon wieder über mein blödes Kabel. Ja, die muss man später auch noch kaputt machen. Ach, in der Scherbenwelt muss man einiges kaputt machen, obwohl sie ja schon. Diesen Kerl da hinten, den lieben, den werden, denke ich mal, alle mit mir zusammen lieben. Der ist einfach die Krönung der Scherbenwelt. Wer ist von dem noch nicht umgenutzt worden? Ich möchte Meldungen, im Ernst. Wer ist von dem noch nie umgenutzt worden? Ich bin mit fast jedem Charakter aus Gründen, ja, meistens habe ich nicht richtig aufgepasst. Also ich bin fast jedes Mal einfach nur aus dem Überraschungseffekt heraus gekillt worden. Ich hab's nicht, obwohl die Erde gebebt hat. Manchmal ist man einfach so in Gedanken und dann, ja, bumm. Ich hoffe ja, dass ich dieses Mal nicht von ihm umgenutzt werde. Aber man muss schauen. Ja, wir befinden uns hier an Ehrenfeste. Boing. So, ich muss mal gucken. Okay, geschrieben hat sozusagen noch nicht. Hallo! Ich wollte sagen, bitte bleib stehen. Marshall Isildur.
Es ist ja noch nicht Mittwoch, oder? Ach, der hängt jetzt doch nicht mehr hier. Schade. Warum denn nicht? Das Ding ist, wir haben letztlich erst so, also Marlon und ich, also Dab und ich haben letztlich Magteridon im Zweigang besiegt. Also eher gesagt alleine. Er hat drauf geprügelt, ich habe geheilt. Sehr, sehr lustig. Und vor allem, es lohnt sich. Er gibt immerhin 200 Gold pro Kill. Leider schade, dass man ihn noch einmal machen kann in der Woche. Sehr, sehr schade. Naja, gut. Und wir sind jetzt hier angekommen, wie man merkt und wie auch was. Und jetzt muss ich mal gucken. Um Gott sagen, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? So, jetzt sind wir mal wieder das Motorrad. Und ich merke gerade, ich hatte lange Zeit meine Pets nicht draußen. Kommt aber noch, mache ich gleich. Wobei ich mal eine Folge lang nicht die Geschenken haben möchte, sondern die hier, denn es war genug Aufwand, dieses Mistvieh zu kriegen. Hallo? Oh Gott sagen, es ist aber auch so süß. Es war so viel Aufwand, dieses Miststück zu kriegen. Jetzt möchte ich die mal draußen haben, auch wenn sie mir jetzt als den ganzen Tag ein Volldudeln wird mit ihrem Gesang. Nein, es geht hier entlang. Gute Ergänzung zum Gruselkürbis, den ich mit diesem Char leider noch nicht habe. Wie höflich ich einfach nur bin, ne? Auf dem Tisch zu hoppen. Jo. Schön, euch hier zu haben. Naja, gut. Völlig verpeilt und, naja, noch recht equiplos, was diese Welt angeht. Aber okay. Aller Anfang ist schwer. Ja, der Wapprock, der ist, Hab ich noch nie besessen. Habe ich mir noch lange nicht die Mühe gemacht, den mal zu farmen. Ach, es gibt eh nur theoretisch. Es gibt nur einen Wapmorg, den ich wirklich will. Und der ist abartig ätzend zu bekommen. Entweder 100.000 Gold. Das ist kein Scherz. 100.000 Gold. Oder unglaublich viel Zeit. Oh je, oh je. Und beides habe ich nicht. Leider, leider, leider. Wovon ist die Rede? Ich rede vom Wapmorg des Lichtbringers. Arschgeiler Wappenrock. Ich habe mich so in den verknallt. Schade nur, dass ich ihn wahrscheinlich nie kriegen werde. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da nicht mal... Oh, wo will ich eigentlich hin? Obwohl, das ist gar keine schlechte Idee. Ich habe mir mal überlegt, ob ich den nicht farme, aber... Naja, jetzt ist Kataklysm raus und ich fange dann an, das Ding zu farmen. Ist natürlich dumm. Irgendwo. Dieses Equip gibt es in der Scherbenwelt, in Heroinsen, glaube ich. Angaben ohne Gewehr. Verdammt, ich habe mich verklickt, aber ist egal. Die möchte ich auf jeden Fall gerne mal haben. Die werde ich mir aber erst natürlich nicht während des LPs farmen, weil Heroes, ne, ich werde die meisten Insen so gehen. Ich würde jetzt auch sofort theoretisch in eine Insel gehen, aber mit dem Level muss das noch nicht sein. Ich würde das lieber ab 60 machen mit gewissem, ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wenn die mich sofort umprügeln, aber... Die Scherbenwelt hat schon ein gewisses, ja, ein anderes Niveau als Azeroth. Und da wird man mal sehen, wie, ja, das dann so zugeht. Und ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. Oh, Himmel, blöde, wo ist denn die Uhr? Ja. Ich nehme jetzt einfach noch 5 Minuten auf, denn ich denke mal, ich habe locker über 5 Minuten gemacht. Ich brauche so einiges, Mädchen. Ja, wie gesagt, dieser Wappenrock, das ist mein größter Traum. Theoretisch, das ist, ich weiß, ich habe immer so ein bisschen lächerliche Sachen. Diesen werde ich leider wahrscheinlich niemals besitzen, weil ich, wie gesagt, nicht die Zeit dafür habe. Oh. Und ich sage das nur, weil wahrscheinlich nicht einer von euch den haben wird und nicht so viel Zeit investiert. Deswegen sage ich das. Normalerweise würde ich nämlich nie von irgendwelchen Sachen schwärmen. Den werdet ihr mir garantiert nicht schicken können, Gott sei Dank. Denn das ist, wie gesagt, ein Heidenaufwand. Wie gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich hier davon schwärme. Und ja, aber der ist so hammergenial. Naja, ich denke mal, ich werde mich ähnlich wie LTF einfach auf diese Sandfiole beschränken. Und, ach, weißt du, du gehst mir auf den Keks, weißt du das? Ich werde mich einfach auf die Sandfiole beschränken, denn 40.000 ist mittlerweile... relativ okay zu kriegen. Es ist kein großes Problem. Manch einer sagt hier, er kriegt weiß nicht wie viel 1000 in einer Woche. Schön und gut, ne? Aber so ist es bei mir dann leider doch nicht so schnell. Okay, gut. Einfach alles killen, was hier rumläuft.
Die alles töten. Wobei mir die Wichtel am meisten auf die Nerven gehen. Die ballern halt alle. Ist für einen Paladin natürlich nicht so okay. Ne, aber wie gesagt, kein Schaden etc. Hihi. Naja. Es ist schade, dass ich den mal nicht gerade da habe. Der sieht wirklich... Ich würde ihn euch so gerne mal zeigen. Der sieht so hammer aus. Das Ding ist, dass man diesen blöden... Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade davon spreche, aber irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich sonst sagen soll. Weil diese Quest halt nur erstmal so ein Auftakt... Eine Auftakt-Kill-Quest ist. Das ist nur so ein Haha. So stark sind die Mobs hier. Richte die schon mal drauf ein. Ja, mein Gott, ne? Große Probleme kriegt man trotz allem nicht. Es ist fast unmöglich, einen Schutzparler beziehungsweise überhaupt Schutzparler tot zu kriegen. Wenn man nicht gerade in heroischen Instanzen in Kataklysm ist. Bei Wottelkar war das Ganze ein bisschen anders. Da ist, da wurden die Spieler doch sehr verwöhnt, sagen wir es mal so. Was haben wir hier? Ja, und da muss ich wohl auch vorwarnen, die Klamotten hier drin, also die Klamotten in der Scherbenwelt sind unsagbar hässlich. Bei Paladin geht es noch, ach, oh Gott, sagen, komm, du siehst mich eh gleich. Beim Paladin geht's noch, aber was ich hier, ich war damals als Mage hier und ich habe nur gedacht, meine Güte, warum werde ich so bestraft? Ich will doch nur besseres Equip. Ehrlich, das war wirklich meine Frage, warum werde ich so bestraft? Man kriegt ein lilanes Hemd, eine grüne Hose, ich glaube gelbe Armschienen oder sowas. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Also an die grüne Hose und das lilane Ding erinnert mich hundertprozentig. Den Rest weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist auch wirklich schon extrem. Und ich habe nur gedacht, Alter, warum tut ihr mir das an? Muss ich die Dinger hasse ich ja auch wie die Pest, ey. Naja, für alle, die jetzt nochmal wegen Weaponrock, wie gesagt, man muss, glaube ich, zum Thema, das möchte ich ganz gerne mal wissen, irgendwie, ich habe es zwar gegoogelt, aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau. Der eine sagt ja, der andere nein. Wer sich mit dem Wappenrock des Lichtbringers auskennt, beziehungsweise mit der Quest Schattenkram zu kriegen, also diese hässliche Axt, die man aus der Zitadelle kriegt. Tut mir leid, wenn ich jetzt Leute beleidigt haben sollte, die sie mögen. Ich mag sie halt nicht, also diese Waffe. Ich finde sie so furchtbar hässlich. Tut mir leid, ist nur meine Meinung. Und ich werde sofort für dieses Lästern bestraft. Ich werde sofort für diese Lästerei bestraft. Und gerade sage ich es noch, ne? Das ist das, was ich meine. Ich mag diesen Kerl nicht. Du Blödmann. Spucken. Nee, echt, ich kann den nicht haben. Ich hasse den so sehr. Immer muss der mir in den Weg laufen. Mann, Mann, Mann. Der verfolgt mich, der stalkt mich, der mag mich nicht. Du magst mich auch nicht und ich dich auch nicht so. Ja, also bitte, wer mir da helfen kann, wer sich damit auskennt. Man muss angeblich die Quest mit Schattengramm zuerst machen. Also diese ganze Waffe, diese ganze scheiß Waffe zusammen farmen. Um dann, ja, wie gesagt, um dann die Quest zu kriegen, dass man eben den Lichtkin töten muss, glaube ich. Und dafür kriegt man dann von Uta Lichtbringer diese, ich glaube, eine Kiste oder so. Und da sind dann halt unter anderem Sylvanas Spieluhr drin. Also so Andenken quasi an so alte Zeiten. Sylvanas Spieluhr und Utas irgendwas. Ich weiß, oder was weiß ich jetzt. Und auf jeden Fall ist da auch dieser Wappenrock drin. Boah, der ist beim Anlegen gebunden. Den kann man wirklich verschicken, wenn man will, oder verkaufen. Das ist so heftig. Einfach nur krank. Ja, und wie gesagt, dieses Ding hätte ich so unsagbar gerne. Wenn es Leute gibt, die ihn haben und irgendwie mit Geld verkaufen möchten, die mögen mir Bescheid sagen, wenn es ein reeller Preis ist, sag ich es mal so. Das Ding ist, ich habe zwar mehr... Ich brauche zwar eigentlich mehr Auswahl, aber ganz ehrlich, ich brauche das Ding...
Die mögen mir bitte Bescheid sagen. Und wie gesagt, wenn man diese Quest nicht braucht, dann sagt mir das bitte auch. Also diese Schattengramm, weil das ist echt ein... Also Schattengramm zu kriegen, es dauert so lange. Erstens muss man mal 25 urtümliche Saronie zusammenbekommen, was mittlerweile nicht mehr schwer ist. Auf unserem Server gibt es 20 für 1300 Gold. Das ist lächerlich. Vorher hat ein Ding nicht mal so viel ein Ding das Doppelte bis Vierfache gekostet. Es kommt immer darauf an, wer es angeboten hat. Das ist lächerlich, das kann man zusammenkriegen, das ist kein Problem, aber da muss man im 25er, ich glaube erst, wie heißen sie gleich, Modamine und was weiß ich, wie der andere hieß, töten und dann die Todeswisper und was weiß ich nicht alles. Und das Ding ist, es ist gar nicht das Problem, mein Questgeber rennt weg, es ist gar nicht das Problem mit der Gilde, das zu machen, aber es dauert halt trotz allem, man muss da wirklich eins schon hinterher sein. Und ich möchte meiner Gilde ehrlich gesagt nicht zumuten, wenn denn der neue Content da ist, hier in Eiskrone rumzugümpeln. Ich werde erstmal hier cutten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.